Jo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute soll es mal so ein paar grundsätzliche Dinge geben, über was muss ich wissen, zum Beispiel über eine Peitsche, wenn ich den Sport betreiben möchte. Was ist wichtig, wenn ich mir eine Qualitätspeitsche zulegen möchte? Und ja, worin zeichnet sich überhaupt eine Peitsche aus? Was sind die Unterschiede zu verschiedenen Peitschen nach dem Intro? So, wie gesagt, heute soll es mal um das Wesentliche zur Peitsche gehen, um die ganzen Physiktechniken und vor allem soll es heute um die Unterschiede der ganzen Peitschen gehen. Übrigens habe ich hier eine neue Peitsche gefinisht, neue Peitsche fertig gemacht, die ich gestern in mühseliger Handarbeit noch gebaut habe. Ich habe leider kein Video mehr darüber gemacht, weil er einfach schon zu weit war. Aber wie gesagt, die wird in dem Video auch noch getestet. Ich habe die noch nicht gecrackt. Aber ja, heute soll es erstmal um das Wesentliche zur Peitsche gehen. Es gibt erstmal, müsst ihr wissen, verschiedene Peitschenmodelle. Das hier sind die Bullwhips, also die Bullenpeitschen. Das sind so die klassischen Peitschen, die man kennt. Dann gibt es die Stockpeitschen. Das sind quasi Peitschen, die hier einen Stock haben. Einfach nur, die haben dann noch einen etwas längeren Griff. Und ja, das sind so die zwei Peitschenmodelle, die ich kenne. Da gibt es noch ganz lange Peitschen, wie die Leute früher auf den Kutschen verwendet haben. Die Teile gibt es, ja, wie gesagt, es gibt unzählige Variationen der Peitsche. Dieses Modell, das ist jetzt eine Bullenpeitsche. Und worin unterscheidet sich überhaupt eine Qualitätspeitsche zu einer schlechten Peitsche? Ganz kurz, wenn ihr so eine Peitsche in der Qualität haben möchtet, müsst ihr ein bisschen Geld auf den Tisch legen. Mit Geld meine ich bis zu 250 Euro können die schon kosten teilweise. Aber in den seltensten Fällen kosten sie auch mal 300, aber so 100 bis 200 in dem Bereich liegen diese Qualitätspeitschen auf jeden Fall. Die Peitsche ist jetzt, das ist eine sehr gute Peitsche, die wird jetzt schon so um die 160 kosten. Das sind mehrere Stunden Arbeit, die in so eine Peitsche investiert werden müssen. Was man auch machen muss, ist, wenn man eine Qualitätspeitsche haben möchte oder eine Peitsche insgesamt haben möchte, auf die Qualität, auf die Verarbeitung zu achten. Es gibt Peitschen, die sind gut verarbeitet und es gibt Peitschen, die sind schlecht verarbeitet. Es gibt zum Beispiel Peitschen, habe ich gesehen, die sind hier nicht vernünftig versteift. Das heißt, die hängen hier einfach so labbrig runter. Das habe ich gesehen, das ist ein No-Go. Weil wenn die nicht versteift ist, macht sie keinen schönen Loop. Und das ist wichtig, damit die Peitsche nachher wie eine Feder wirkt. Was ich auch schon gesehen habe, ist, dass die Peitschen sich teilweise gar nicht verjüngen nach unten. Die bleiben unten genauso dick wie oben. Das ist ein ganz großer Fehler, den man auf keinen Fall bei der Herstellung machen darf. Das sorgt nämlich am Ende dafür, dass die Peitsche schwerer wird und man die Peitsche nicht mehr cracken kann, weil sie halt zu langsam ist. Die Peitsche ist einfach zu langsam, als dass ihr schnelle Ausführungen damit machen könnt. Die Peitsche muss sich am Ende verjüngen. Und das Verjüngen muss aus einer Schnur bestehen. Ich zeige euch mal ein Beispiel, wie es falsch ist. Also, eine Anfängerpeitsche wird jetzt so aussehen. Wie gesagt, die hängt hier labbrig runter. Das liegt aber daran, dass ich die schon benutzt habe. Also die ist schon ordentlich ne? Wie ihr sehen könnt, die verjüngt sich zwar auch, aber zum Beispiel hier, das, sowas darf nicht sein. Sowas darf an der Peitsche auf keinen Fall vorkommen. So Fehler. Dann ist halt hier auch noch ein Fehler gemacht worden. Hier ist auch nicht gut. Das soll auch nicht so sein. Und hier ist eigentlich der größte Fehler gemacht worden. Ich habe mittendrin aufgehört. Der größte Fehler, den man machen kann, ist mittendrin aufzuhören. Hier, das Ende ist eigentlich ganz gut. Der Fall auch und der Cracker auch. Aber man darf halt bei einer Peitsche nicht mittendrin aufhören. Stört die Peitsche hier aber nicht, weil die auch einen sehr, sehr schönen Bogen macht. Wie gesagt, ist halt so meine erste richtige gute Peitsche gewesen. Ja, ist halt, habe ich schon ganz viel damit gemacht. Ist auch eine kürzere Peitsche als die ihr gerade gesehen habt. Ja. Wie gesagt, eine Peitsche muss sich verjüngen.
Um euch das mal zu zeigen, was eine gute Peitsche ausmacht, ist erstmal der Griff, der ist ordentlich lang. Das Flechmuster muss schön gleichmäßig verlaufen, auch hinten ist es gleichmäßig. Da muss das hier richtig versteift sein. Irgendwann kommt das halt vor, dass die Peitschen hier vorne abknicken. Das ist einfach so. Da kann man jetzt auch nicht viel dran machen. Ja, das Flechmuster muss auf jeden Fall schön versteift sein. Schön auch von der Rückseite, wenn man mal guckt, sieht das sehr gut aus. Nur mal so zur kurzen Qualität der Peitsche, die ist besser als die andere, weil zum Beispiel hier sieht man nicht, oder hier wird sie nicht dicker, als ich hier die Verjüngung angefangen habe, als ich hier die Stränge habe fallen lassen. Ihr müsst die Stränge bei einer Peitsche fallen lassen. Das heißt, ihr flechtet dann irgendwann nicht mehr mit 4, sondern dann nur noch mit 3 und irgendwann nur noch mit 2. Weil je kürzer die Stränge, je weniger Stränge ihr habt, desto dünner wird das Seil dann am Ende auch. Und ihr müsst ja zum Ende hin, ich zeige euch das mal. Also das hier ist der Anfang. Dann geht es hier lang. Man sieht schon, das Seil wird etwas dünner. Hier habe ich die Stränge fallen lassen. Ab hier habe ich die Stränge fallen lassen. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Hier habe ich noch 2 Pfeile. Und hier nur noch eine. Dann geht es hier halt weiter. Ab hier wird sie noch dünner. So, ab hier, zack. Und ab hier ist sie halt am Ende. Ja, so hier, das ist, ja, so der Unterschied. Und eine Qualitätspeitsche zeichnet sich zum Beispiel durch diese Merkmale aus. Dass sie schön verjüngt ist, dass sie keine Fehler in der Flechtung hat, dass sie schön gleichmäßig geflochten ist und dass sie vor allem einen langen Hintergriff hat. Und dass sie hier vorne versteift ist, das Wichtigste. So, was ist noch wichtig beim Flechten? Müsst ihr darauf achten, dass ihr schön eng flechtet. Wenn ihr Lücken lasst, große Lücken, kleine Lücken wie hier sind nicht so schlimm. Das ist nicht schlimm, das kann passieren. Das kommt vor. Große Lücken dürfen nicht sein. Das sorgt nämlich am Ende dafür, dass die Peitsche sich unten aufdröselt. Dass die sich, ja wie gesagt, dass die aufgeht. Das ist scheiße, weil da müsst ihr jedes Mal aufs Neue eure Peitsche reparieren. Und irgendwann kann man so eine Peitsche nicht mehr reparieren. Irgendwann ist die so aufgedröselt und so kaputt, dass man das ganze Seil abmachen muss und neu drauf machen muss. Und das ist ätzend, weil das eine lange, verdammt lange Arbeit ist. Was bei einer Peitsche noch wichtig ist, ist, dass die zweifach, mindestens zweifach geflochten sein muss. Zweifach geflochten heißt, das ist nicht ein Seil hier, sondern darunter ist noch eine Flechtung. Die mit 4 Strängen, mit 2 Strängen, so, sorry, mit 2 Strängen gemacht ist. Das sieht man natürlich nicht, die Unterflechtung sieht man nicht. Aber ich zeige euch mal einen kleinen Ausschnitt, wie eine 4, wie das so aussieht, wenn man drüber flechtet. Jo, Freunde, kurzes Update. Ich bin jetzt hier schon das zweite Belly am Flechten. Das erste ist schon fertig, wie man sehen kann, hier bis zum Ende. Ich wollte eigentlich ein Tutorial draus machen, aber habe mich jetzt entschieden, einfach nur kurz Update so zu geben. Ich werde nochmal ein Tutorial zu der Flechttechnik alleine machen, aber ich werde jetzt kein komplettes Video machen, wo ich erkläre, wie man eine ganze Peitsche flechtet, weil das zu lange dauern würde. Aber ja, wie gesagt, das ist das Aktuelle mit 4 Schnüren auf jeder Seite. Ja. Ihr habt es gesehen, so sieht es aus, wie man drüber flechtet. Das heißt, unten hat man ein Seil. Das Hauptseil, das wurde schon einmal geflechtet und darunter wurde halt, darüber wurde halt drüber geflechtet. So. Was eine Peitsche noch haben muss, ist ein Cracker. Und ganz wichtig, eine Peitsche muss einen Fall haben. Fall ist diese rote Schnur hier. Ich leg die mal auf den Boden hier. Der Fall ist diese letzte Schnur zwischen dem Endseil, also dem Ende der Peitsche, der richtigen Peitsche und dem Cracker. Hier das Weiße ist der Cracker, das Rote ist der Fall. Der Fall muss erfolgen, damit die Peitsche halt immer dünner wird. Damit die halt schön schnell wird. Ne? Damit die richtig schön schnell wird und dass ihr schöne, dass ihr da auch einen schönen Knall rausbekommt aus der Peitsche.
Ja, das sind so die Qualitätsmerkmale, die eine Peitsche haben muss. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas weiterhelfen. Und ja, eine Sache, die ich noch vergessen habe, ist, dass eine Peitsche unten, und das ist eigentlich am allerwichtigsten, vernünftig verschlossen sein muss. Am besten schmelzt man das hier so ein bisschen an. Die sind auch teilweise nur mit ganz dünnem Seil vernäht. Lederpeitschen aus Kunstleder könnt ihr vergessen. Das ist absolut nicht das geeignete Leder. Es ist viel zu schwer. Es ist einfach, es passt nicht. Wenn ihr das im Regen rausnehmt, dann gammelt das irgendwann vor sich hin. Dann kriegt das Risse, wird brüchig und dann ist es nicht mehr zu gebrauchen. Ich würde euch wirklich hier Nylonpeitschen, also Paracord, Peitschen empfehlen. Die sind wetterunempfindlich, sind nicht ganz so teuer wie eine Känguru-Lederpeitsche und mit denen habt ihr auch länger euren Spaß. Es ist aber besser, wenn ihr euch die Peitschen selber baut, denn dann könnt ihr zum Beispiel euch YouTube-Videos angucken, wie man es richtig macht und dann könnt ihr auch sicher gehen, dass die Peitsche eine gute Qualität hat. Ja, das war so ein kurzes Video zum Thema Peitschenqualität, was mich macht beim Kauf und so. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da und schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ich noch weitere Videos zu dem Thema machen soll, was ich vielleicht mal erklären soll. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.